Also mein Name ist Dr. Denzel, ich bin Nervenarzt wie Herr Dr. Frings und schreibe in der Tradition der deutschen Dichter und Denker. Ich bin noch ein jüngerer Vertreter der Erlebnisgeneration, bin in der Weimarer Republik geboren, habe das ganze Dritte Reich miterlebt im Krieg, war auch noch ein Soldat im Krieg und habe noch an der Westfront gekämpft. Und habe also die gesamte Nachkriegsmisere auch erlebt. Wenn ich manchmal meine Zuhörer frage, was war 1952, dann wissen die meisten nicht, weil es wird heute nicht mehr gelehrt oder es wurde in der Nachkriegszeit überhaupt nicht gelehrt. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, das heißt, Der Wurm ist drin. Und in diesem Wurm, Buch habe ich vorgestellt, die Stalin-Note, die 1952, und das war das einzige Friedensvertragsangebot, das Deutschland erhalten hat, nach dem fürchterlichsten Krieg, den wir je in unserer Geschichte hatten. Und dieses unterdrückte Wissen habe ich in dieses Buch hereingebracht, und da ist die Stalin-Note im Originaltext drin, und auch die Reaktion von Adenauer und auch, wo er zugibt, dass er uns verraten hat. Und auch der Schumacher, der damals der Oppositionsführer war, SPD, hat ihn als einen Verräter bezeichnet. Ich habe also dieses hier beschrieben. Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Volksabstimmung gehabt in den östlichen Zonen, also in den sowjetischen Zonen und den Westzonen. Alle Deutschen hätten abstimmen können über den Friedensvertrag. Und natürlich wäre eines der Punkte des Friedensvertragsangebots war sofortige Wiedervereinigung und Neutralität. Das heißt, wir hätten sofort aus dem Ost-West-Konflikt, in den man uns mit hineingezogen hat, die Westmächte haben uns da hineingezogen, dann wären wir ausgestiegen aus diesem Ost-West-Konflikt und wir hätten einen Abzug der Besatzungstruppen innerhalb eines Jahres. Können Sie sich vorstellen, 1953 wären keine ausländischen Truppen mehr auf deutschem Territorium gewesen. Wir haben heute noch Truppen und wir haben heute noch ein zwar abgeändertes, aber Besatzungsstatut mit Feindstaatenklauseln und so weiter. Dies hier ist alles drin mit den Reaktionen der Westmächte. Ich kann dies nur empfehlen, weil offenbar 90% der Deutschen dies nicht wissen. Wenn sie dieses Buch gelesen haben, dann wissen sie es. Und dass das eine Realität war, das kann ich Ihnen nur bestätigen. In diesem Sinne möchte ich mein Buch Ihnen empfehlen. Ich habe auch eine Internetseite, also wenn Sie... Das können Sie aber hier hinten auf dem Büchertisch, können Sie meine übrigen Bücher auch noch sehen. Aber dieses Buch ist für jeden Deutschen eigentlich Grundwissen, das jeder Deutsche haben sollte. Und wenn jeder dieses Grundwissen hätte, dann würden wir nicht 1 oder 2% Stimmen kriegen, sondern dann hätten wir sicher 10 oder 20%. Ich danke Ihnen.